Hier kommt Werbung. Werbung sagt Ihnen in der Regel, was Sie tun sollen. Nicht so diese Werbung. Sie müssen uns nicht lesen, aber Sie könnten es freiwillig tun, denn wir berichten unparteilich, seriös, aber immer investigativ. An 183 Stellen in Bad Hersfeld. Kostenlos. Wolfgang Schneider, der bekommt auch einen ganz großen Applaus. Er ist auch der Mitinitiator des heutigen Events. Augenoptik Schneider, genau. Und wir haben jetzt hier die tolle Aufgabe, Shirts mit der Originalunterschrift von Mustafi zu versteigern. Das heißt also, Sie können schon mal das Portemonnaie so ein bisschen zücken und haben die Gelegenheit, wie gesagt, jetzt heute hier live so ein Shirt und einen Fußball mit nach Hause nehmen zu können. Das heißt also, und auch ein Maskottchen haben wir auch noch, ist das schön. Da ist was runtergefallen, warte, ich höre. Ja, gut. Gut, also, wir beginnen jetzt gleich einmal. Ich frage mal. Mindestangebot? Mit 20 Euro. Gut, Michael, weißt du was, wir kommen hier so ein bisschen weiter nach vorn, damit die Gäste das auch gut sehen können. Das ist also das Fußball-Trikot mit der Unterschrift von Mustafi. Wir beginnen mit 20 Euro. Wer ist dabei? 20 Euro ist natürlich nichts, aber wir müssen ja irgendwie starten mit einem Fußballtrikot der deutschen Mannschaft. Wer bietet denn 20 Euro bitte? Wer bietet 20 Euro für dieses wunderbare Fußball-T-Shirt? Du möchtest ganz gerne, ja, du würdest fantastisch darin aussehen. Ich weiß nur nicht, was der Papa dazu sagt. Wir haben das natürlich auch in allen Größen. Ich glaube, das ist sogar eine Kindergröße. 20 Euro und dann hat man natürlich etwas, was einen immer an die Fußball-WM in Brasilien erinnern wird. Und wenn man damit natürlich dann zum Fußballspiel geht, dann ist man ganz weit vorne. Und, oder? Das wäre doch großartig. Ein Ball gibt es natürlich auch noch gratis dazu. Zu dem Trikot, also wer dabei sein möchte, nur 20 Euro, im Original kostet das 80 Euro. 20 Euro und der junge Mann erhält so ein tolles Shirt. Wow, na, da bist du ja wohl der Hammer, wenn du auf den Platz gehst. Wow, herzlichen Glückwunsch. Wie heißt du denn? Niklas. Und du spielst Fußball natürlich, ne? Ja. Auf welcher Position? Ich bin für Deutschland. Und den Ball auch. Und du kannst schon so ein bisschen dribbeln und so? Ja. Ja? Kannst du was zeigen? Kannst du was zeigen? Okay, das üben wir nochmal mit dem Papa, ja? Dein Applaus, Niklas. Viel Spaß. Und toi, 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 dass wir dich beim nächsten Spiel quasi, bei der nächsten, nee, nächsten noch nicht, aber vielleicht bei der dritten, wie alt bist du, dann sehen werden. Was haben wir noch Schönes? Wolfgang zeigt uns, oder auch Michael, oh, das ist ja auch hübsch. FIFA World Cup Brasilien, ist auch eine kleine Größe und das haben wir auch natürlich in verschiedenen Größen. 140 ist das im Moment. Hier beginnen wir auch mit 20 Euro. Wolfgang, ist das richtig? 20 Euro. 20 Euro. Wer möchte für 20 Euro dieses wunderschöne FIFA World Cup Brasil Trikot ersteigern? Also wie gesagt, im Normalfall kostet so ein Shirt 80 Euro und Sie haben heute dank Medikits. Ach, und da kommt sie auch schon. Die Frau hat Geschmack und hat passend. Für meine Enkeltochter. Für ihre Enkeltochter. Das kommt in die Kasse für Medikids. Wir freuen uns. Und Grüße an die Tochter bitte, ja? Und die Applaus bitte. 20 Euro für Medikids. Wer nimmt das entgegen? Und einen Ball bekommt sie auch noch. Einen Ball bekommen sie noch. Achtung, der kommt jetzt aber geschossen, oder? Lieber nicht. Gut. Wir machen das auf die sanfte Tour. Michael, was haben wir jetzt? Größe? 152. Jetzt haben wir die Größe, genau, 152. Mit besten Größen. Mit besten Größen von unserem Nationalspieler. Mustafi? Ja, sind alle Original. Alles Original Autogramme. Hier steht schon ein junger Mann, der hat wohl das Geld schon passend, ich werde verrückt. Nein, die gehen ab wie warme Semmeln. Ja, wunderbar. Wie heißt du? Benjamin. Benjamin, kommst du aus Bad Hersfeld? Nee, aus Niederaula. Ja, dann freuen wir uns umso mehr, dass du heute bei uns bist. Und spielst du auch Fußball? Ich bin Fußballfan.
Oh, da hat es genau den richtigen getroffen, da freuen wir uns. Dein Fußball, dein Shirt, wunderbar, wir freuen uns für dich. Und viel, viel Spaß und Freude. Dankeschön, dein Applaus, Benjamin. Ah ja, da haben wir nochmal so was Schönes in dem herrlichen Blau. Genau, welche Größe ist das? 152 und ich glaube der Wolfgang und 140 und ein Ball gehört natürlich, ah, die sind natürlich großartig, ne? Ein Deutschlandball. 20 Euro, also das ist wirklich geschenkt und das Geld geht zugunsten des Fördervereins von Medikids an das Klinikum, ja, sehr gut. Also, wer bietet 20 Euro? Jetzt kommen schon die Kids hier um die Ecke geschossen. 20 Euro und den Ball gibt es dann auch noch gratis dazu. Wenn die Möglichkeit besteht, ja natürlich, Sie können auch beide. Sie können auch beide, ja. Dann sind es 40 Euro, aber normalerweise kostet ein Shirt 80 Euro. Und von daher ist das ein wunderbarer Schnitt, möchte ich mal sagen, für 20 Euro so ein tolles Fußballtrikot mit der Unterschrift, mit der Live-Unterschrift von unserem Mustafi mit nach Hause zu nehmen. Also, wer möchte gerne so ein Shirt ersteigern? Die Dame möchte das. Wunderbar. Das macht nichts, das kriegen wir noch hin. Erstmal schön. Gar kein Problem, Sie holen dann das Geld. Für wen möchten Sie es haben? Für meinen Enkel. Ja, wunderbar. Der spielt auch Fußball? Mehr oder weniger, der Papa aber. Ah, der Papa. Gut, da müssen wir das noch ein bisschen dehnen, dass der Papa reinpasst, aber nee, der Enkel soll reinpasst, nicht wahr? Gut. Ach, es gibt ein Foto, guck. Es gibt sogar noch ein Foto, ja. Ach, das kriegen wir alles noch hin. Gar kein Problem. Sehr schön. Sie haben eine wunderbare Aktion unterstützt. Wir freuen uns. Ja, ich weiß nicht, wer kassiert denn von euch beiden hier? Das macht der Wolfgang Schneider. Das klären Sie einfach mit Herrn Schneider, ganz in Ruhe. Und das gehört Ihnen. Wunderbar. Und wir beide machen weiter. Jetzt haben wir die Größe 140. Haben wir denn noch einige Exemplare? Oh nee, das ist jetzt leider schon das vorletzte. Das vorletzte Fußballtrikot in der Größe 140. Ach, Michael, steht dir gut. Wer möchte denn so ein tolles Fußballtrikot mit nach Hause nehmen und immer an diesen Tag und natürlich an die WM in Brasilien erinnert werden, wenn er es trägt? Dazu gibt es natürlich wieder ein Original-Fußball. Ich würde sagen, die Farbe steht natürlich auch Mädchen sehr, sehr gut. 1,20 Euro, Sie sind dabei? Ja, 20 Euro. Den Ball für den Sohn und das T-Shirt für die Tochter. Ah, das ist aber auch gut. So könntet ihr es auch machen. Ein Ball und ein Shirt. Ach, drei Kinder? Dann brauchen wir noch einen Ball, kriegt ihr auch. Bekommt ihr zwei Bälle. Wir schauen mal nach. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ihr Applaus. Ja, also dann war das tatsächlich jetzt das letzte Fußballtrikot. Von der Lia. Entschuldigung. Also ich habe hier original von der Fußballweltmeisterin Lia Künzer unterschrieben einen Weltmeisterfußball und wer ihn gerne ersteigern möchte, ich hätte gerne Geld für diesen Ball 20 Euro. Also wenn man überlegt, was der woanders kostet ohne Unterschrift, da sind wir schon bei 29 Euro, steht hier in der Anfangsversteigerung für 20 Euro. Und dann den gleichen Ball von Skontran Mustafi unterschrieben, ebenfalls für den gleichen Preis, Anfangsgebot. Ja, wer möchte so? Ja, wer möchte gerne diesen wunderschönen Ball ersteigern? Ja, Sie, dann kommen Sie bitte nach vorne. 20 Euro für den Ball. Die Dame ist ganz kurz entschlossen und sieht auch sehr sportiv aus. Und möchte. Künzer oder möchtest du den Ball von Skontran Mustafi? Dann kriegst du den Ball von Mustafi. Bitte schön. Ja. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank und viel, viel Vergnügen. Auch die Dame bekommt natürlich auch einen Applaus, nicht von uns. Der Medikids wird unterstützt. Und das liegt uns sehr am Herzen. Ja, und hier ist der Ball von Lia Künzer.
ebenfalls eine Rarität. Der Ball wird unterschrieben jetzt zur Biber-Messe in Bebra auf dem Smogstand. Nia Künzer, 20 Euro. Wer möchte diesen Ball ersteigern? Wer möchte diesen Ball für 20 Euro ersteigern? Nur 20 Euro? Ja, das ist natürlich auch total geschenkt. Und eine Rarität, wie Wolfgang eben schon gesagt hat. Ja, das ist eine Rarität. Und ich habe noch weitere Bälle hier zu versteigern im Wert von 10 Euro und die hole ich jetzt gerne mal hervor. Wenn der Ball nicht weggeht, dann nehmen wir ihn wieder mit und versteigern ihn im Klinikum.